Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Wir kochen weiter wie die Wilden und danke, danke, danke für eure Zuschriften. Und einer von euch, nämlich der Knut Kroll, liebe Grüße nach Chile, wirklich ganz, ganz weit weg. Du wolltest wissen, wie geht man eigentlich mit King Crab um? Ja, also hier wirklich die Königsdisziplin, also wirklich das Krustentier der Krustentiere überhaupt. Ich meine, wir haben alle schon mal Hummer probiert oder Garnelen oder Langusten, Langustinos. Das hier ist wirklich die Spitze des Eisbergs, das ist der Olymp der Krustentiere überhaupt. So, jetzt schaut mal her. Wir nehmen einfach diese Beine. Und zwar, wo kriege ich die her? Wenn ihr vernünftige Ware wollt, wenn ihr wirklich top, top, top Ware wollt, Kochstoff, lieber Grischa, vielen, vielen Dank für deinen Support, dass du uns da unterstützt und der schickt euch das. Oder ihr taucht die selber raus, Spaß beiseite, wie auch immer, ihr müsst an die Beine drankommen. Natürlich kann man die Tiere auch lebend kaufen, davon rate ich euch aber ab, lasst sie wirklich die Profis gleich töten und die habe ich jetzt wirklich TK tiefgekühlt bestellt. Leon, komm mal mit rüber. Und jetzt habe ich meinen Dämpfer wieder gebaut. Ja, also ich habe natürlich einen Sous-Vide-Garer drin. Und Sous-Vide bedeutet, schaut her, feuchtes Klima, der Dampf kommt raus, 95 Grad. Wir hauen die Beine jetzt einfach mal da rein, Klappe zu und lassen die ungefähr 10 Minuten drin. Du kannst sie auch ein bisschen länger drin lassen und ich sage jetzt einfach mal, wer jetzt wirklich auf den Punkt kochen will, der geht wirklich nach 7-8 Minuten her und zwickt die dünneren Teile ab und lässt die dickeren Teile dementsprechend länger eben drin. Wir lassen die jetzt ungefähr 10 Minuten drin und dann passt die ganze Geschichte. Okay, aufdämpfen oder ihr könnt es natürlich auch im Topf kochen. Wenn ihr das Ganze im Topf kocht, macht dann natürlich ein bisschen Salz ins Wasser, ein paar Gewürze rein, ein bisschen Wacholder, ein bisschen Lorbeer, ein bisschen Nelke. Meinetwegen auch noch eine Zwiebel mit reintun, vielleicht auch noch ein Lorbeerblatt und dann habt ihr wirklich richtig schönen Sud. Und da drin kocht ihr die Beine dann einmal auf, geht runter auf kleine Stufe und lasst es eben 10, 12 Minuten da drin ziehen. Raus und dann gleich heiß poolen und sofort verzehren. Was ihr dazu esst, schaut mal her, wir haben jetzt einfach wieder ein bisschen Butter aufgesetzt in der Pfanne, lassen die langsam zerlaufen und machen uns nebenbei eine Nussbutter. Und was ich euch noch zeigen möchte, ist nämlich eine Blitzmayo. Und wir machen jetzt eine richtig schöne Limonenmayonnaise dazu mit Basilikum. Und damit das Ganze nicht so schwer wird, in Anführungsstrichen, damit das Ganze ein bisschen leichter wird, aber nicht wirklich, sondern nur gefühlt, hauen wir nachher einfach nochmal 1:1 Creme Fraiche darunter. Okay? Also, wir legen los. Ihr braucht ein schlankes Gefäß, wo ihr mit dem Zauberstab rein könnt. Apropos Zauberstab rein können, wunderbar. Vielen Dank, ja, wo ihr einfach Platz drin habt, ja, dass es ungefähr konisch wird. Ich finde leider meinen Becher nicht, da gibt es einen Becher dazu zu den meisten Zauberstäben, aber das finde ich jetzt gerade wieder nicht. So, wir legen los. Ihr nehmt ein bisschen Senf und ich habe so ein halb pikant, also halb scharf und halb süß. So, das macht ihr da rein. Dann geht ihr her, macht Limette rein. Die rollt ihr vorher natürlich ein bisschen auf. Leon, du kannst mir schon mal die Eier rausholen, die habe ich vergessen, die brauchen wir natürlich auch noch. So, jetzt guckt mal her und jetzt nehmt ihr die Limette und schneidet die wirklich bis zur Mitte rein. Schneidet es einfach schön ab, dass der Strunk quasi in der Mitte übrig bleibt. Ja, seht ihr das? Nochmal. Leon leuchtet da mal drauf. Wir haben hier den Strunk. Ihr schneidet seitlich vom Strunk, schneidet ihr auf. Wieder seitlich vom Strunk rüber und wieder seitlich vom Strunk den Kern raus. Okay? So, dann die Limette rein. Geht natürlich auch mit Zitrone, geht natürlich auch mit Orange, das geht mit allen. Oder wer gar keine Zitrusfrüchte verträgt oder mag, der kann natürlich auch Essig nehmen. Dann nehmt ihr einen schönen, leichten, hellen Balsamessig oder Reisessig oder ähnlich. So, schön ausdrücken.
Danke für den Tipp. So, Butter ready. Die stellen wir nebenhin. So. Schauen wir kurz mal rein. Das hat da drin nichts verloren. Das müssen wir noch raus tun. Ja. Saft und den Senf. Weg mit der Schale. Ich brauche mal ein kleines Gefäß, Leon, für das Eiweiß. Vielen Dank, junger Mann. So, jetzt hört ihr. Ei trennen. Eigelb rein. Hier in das Eiweiß kriegst du morgen früh in dein Rührei. Du kommst morgen bei mir vorbei in der Stadt und machst ein Rührei. Ja, und zwar nur aus Eiweiß. Geil. Toll, oder? Ja. Freust du dich gescheit oder nur ein bisschen? Wieso? Dass du morgen zu mir in die Stadt fährst. Ja, natürlich, klar. Also, und alles nur, weil ich dich liebe, ist doch Logo. So, Leute, dann würzt ihr die ganze Geschichte. Pfeffer. Dann meinen Liebling, Pimio di Espelet, weil ich eine leichte Schärfe drauf haben möchte. Dann Zucker. Salz. So, das guckt her. Schauen wir da noch mal rein. Das schaut jetzt so aus. Kann man erkennen? Das schaut so aus. So, und jetzt macht ihr da ganz vorsichtig Öl rein. Und zwar, dass alles unten bleibt und das Öl oben drüber schwimmt. Kann man erkennen? Mhm. Kann man erkennen. Na? So, noch mal checken, ob ich alles drin habe. Salz, Pfeffer, Zucker. Säure, süß, scharf, sauer, salzig habe ich drin. Ich habe drin mein Eigelb für die Bindung. Ich habe drin meinen Senf. Ich habe für die Säure meine Limette drin. Und ich habe Öl für die Bindung drin. Okay? Dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig, los. Ja, wir gehen kurz hier rüber. Und dann, ganz wichtig, ihr geht bis runter auf den Boden. Okay? Dann verrührt ihr unten, das erstmal stehen lassen. Einfach unten alles verrühren, komplett. Und dann zieht ihr einfach ganz langsam nach oben. Und fertig. Das war's. Ja? Also Blitzmayo ist überhaupt kein Akt. Wichtig ist einfach, dass ihr unten zuerst komplett verrührt, dass es homogen ist. Und dann zieht ihr langsam hoch und das war's. Ganz einfach. Nicht wie wild da drin rumstochern, sondern schön langsam und der Reihe nach. So, lege ich die schon mal dahinter zum Saubermachen, ne? Gut. Zwei Löffel, einen für dich, einen für mich zum Probieren. Hammer, oder? Richtig gut. Fehlt was? Nee, gar nichts, ne? Super. Also tastet euch ran. Süß, scharf, sauer, salzig, die 4S. Von jedem eine Nuance zu viel. Wie gesagt, wir machen das Ganze jetzt ein bisschen milder. Machen schön die Creme Fraiche noch ran. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr sagt, boah, ernährungstechnisch eine Vollkatastrophe, das ist mir viel zu fett. Okay, bin ich dabei, verstehe ich. Dann nehmt ihr einfach einen Joghurt. Ja? Rührt einen Joghurt runter. Das geht ganz genauso. Aber ich sage halt einfach, Leute, wenn man sowas nicht jeden Tag isst,
dann kann man sich das auch ruhig mal gönnen. So, es geht weiter. Abrieb von der Limette. Ja, dazu kann man einfach noch sagen, nehmt auf jeden Fall Bio-Limetten und vergewissert euch mal, es lohnt sich nämlich immer mehr, die Sachen durchzulesen. Guckt einfach, dass sie nicht gewachsen sind. Weil wenn ihr eine Bio-Limette habt, Limone habt, die gewachsen ist, oder auch Zitrone, spielt keine Rolle, dann macht es natürlich auch keinen Spaß, wenn ihr da das Wachs da drin habt. Und dann müsst ihr es heiß abwaschen und genau das, was dann Spaß macht, was wir eben haben wollen, ist zum Großteil einfach flöten. So, jetzt noch den Basilikum. Und da guckt jetzt einfach, dass ihr wirklich so fein, wie es irgendwie geht, Julienne, also Streifchen, schneidet. Lasst euch Zeit. Schön zusammenknüllen die Blätter. So fein, wie es irgendwie geht. Warum? Ganz einfach. Weil wir haben jetzt wirklich, habe ich ja schon erwähnt, wirklich den König der Krustentiere, ne? King Crab. Und wenn du nachher auf so ein Blatt drauf beißt, ne? Und so ein ganzes Blatt durchkaust, dann schmeckst du nur noch die ätherischen Öle von dem Basilikum. Und das wäre wirklich total schade. Ja? So, jetzt wenn du die Julienne geschnitten hast, geh ruhig her und hack das auch nochmal durch. Rein damit. So, Leo, nochmal zwei Löffel zum Probieren. Schaut, die Konsistenz wird auch irgendwie schöner. Ja? Seht ihr das? Das war gerade so dickflüssig. Einmal. Leute, das ist der Hammer. Ich schwöre euch, ihr dreht durch, wenn ihr die Soße probiert. Kommt ihr mal einen Löffel für den Alex, lass den auch mal probieren. Komm her. Ha? Geil, ne? Gut, also. Soweit, so gut. Das kann weg. Mal wischen wir da einmal drüber. Machen wir mal Platz. So, was meinst du, 10 Minuten umleeren? Ja? Dann komm mal her. Leute, habt ihr gesehen, gerade wie wir sie reingeschoben haben? Ah. Schaut gut aus oder schaut gut aus? Schon, ne? Also, holen wir mal eins raus. Machen wir mal aus. Geben wir mal einen Teller, wo ich das Fleisch auch ein bisschen drauf machen kann. Vielen Dank. Muss es natürlich raus aus der Schale.
Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn es nicht gleich rausgeht beim Rausziehen, müssen wir es natürlich aufschneiden. Mein Ofen pumpt jetzt natürlich gerade ab. Ist zu laut? Ich glaube nicht, nee. So, jetzt schauen wir uns das Fleisch mal an. Ha? Geil, oder? Jetzt die Feder noch rausziehen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen Pfiffikusarbeit, ja, aber ich kann nur eins sagen, es lohnt sich absolut. Den aufschneiden. Und wie gesagt, wer einmal King Crab gegessen hat, der ist total verliebt für immer, weil es ist halt einfach so viel süßer, so viel angenehmer, dieses Fleisch, wie jetzt Hummer oder Languste oder sonst irgendwas. Es ist einfach der absolute Mega-Wahnsinn. Ja, machen wir es nicht vor, kostet natürlich auch ein paar Steinchen. Ja, das ist auch mit Abstand das teuerste Krustentier, was man haben kann. Ja, also wenn du, je nachdem, wo es eben herkommt, höher, schneller, weiter, zahlst du halt wirklich fürs Kilo bis zu 90 Euro. Ja. So, schauen wir uns das mal an. Ja. Ich würde mal sagen, das ist einfach der absolute Mega-Wahnsinn. Das Ganze leeren, tun wir die Platte her. So, schaut euch das mal an. Es ist einfach unglaublich. So. Ein schönes Garniturblatt hätte ich gerne noch. Ja. Synchron. Ja. So, jetzt nehmen wir einfach noch unsere Nussbutter. Ja. Gehen schön über das Fleisch oben drüber. Und mehr machen wir da gar nicht. So. Lieber Knut, liebe Zuschauer, ganz einfaches Gericht, nicht viel Schnickschnack machen, einfach das Produkt sein lassen, was es wirklich ist. Nur ein bisschen unterstützen, eine Prise Salz dran, eine tolle Mayonnaise dazu, mehr braucht ihr nicht. Probiert's aus und ich verspreche euch, es hat Suchtpotenzial. Viel Spaß beim Ausprobieren, schenkt uns einen Daumen nach oben oder abonniert unseren Kanal. Ein gutes Gelingen, viel Spaß.